Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Ihren SHK-TV-Nachrichten. Heute mit folgenden Themen. GEG beschlossen, klare Entscheidung mit vielen Unklarheiten. SHK-TV im Gespräch mit dem Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie, dem Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima und dem Fachverband SHK Baden-Württemberg. Was jetzt? Die Entscheidung ist gefallen. Der Bundestag hat das umstrittene GEG verabschiedet. Heißt, ab 2024 muss jede neu eingebaute Heizung zumindest 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Zumindest im Neubau. Für Heizungen im Bestand gilt eine Übergangsfrist. Was aber bedeutet diese Entscheidung nun für Industrie, Handwerk und Kunden? Darüber haben wir gesprochen. Zunächst mit Markus Staudt, dem Hauptgeschäftsführer des Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie. Ja, Herr Staudt, die Regierung hat, wenn man so möchte, ja ein Machtwort jetzt gesprochen. Nach langem Hin und Her ist das GEG beschlossen. Sie sagen, Sie sind froh, dass es jetzt Klarheit gibt, aber Sie sind auch in Sorge um den Heizungsmarkt. Warum? Also, wie gesagt, erstmal sind wir froh, dass jetzt die Unklarheit beseitigt ist. Inhaltlich haben wir jede Menge Kritikpunkte natürlich noch. Es ist auch nicht anders gewesen nach diesem langen Prozess, den Hin und Her der medialen Debatte. Wurde aus dem Gesetz auch kein wirklich gutes mehr. Das konnte man auch nicht erwarten. Allerdings ist für uns und unsere Mitgliedsunternehmen jetzt wichtig zu wissen, wie denn ab 1.1.24 und das steht jetzt erstmal im Vordergrund. Grundsätzlich erwarten aber unsere Mitgliedsunternehmen keinen Impuls aus dem GEG. Wir haben hierzu eine Umfrage in den letzten Wochen durchgeführt bei unseren Mitgliedsunternehmen. Und da erwarten die Mehrheit keinen Impuls aus dem GEG. Mit Blick auf den Markt, auf die Marktentwicklung im ersten Quartal 2024 erwarten sogar 85% eine schlechte bis sehr schlechte Marktentwicklung. Das hängt natürlich mit vielen Faktoren zusammen, die dieses Jahr zusammengekommen sind. Die Leute sind einfach massiv verunsichert von der Debatte, die gelaufen ist. Es ist Unklarheit bezüglich der Förderung nach wie vor. Wir wurden auch Dinge in den Raum gestellt, die natürlich die Leute dazu verleiten, erstmal abzuwarten, nichts zu tun. Und das sehen wir in den BAFA-Zahlen, zum Beispiel in den Antragszahlen für die Wärmepumpe schon in diesem Jahr, dass sich die Leute zurückhalten. Aber wir sehen es auch mittlerweile in den Auftragseingängen unserer Mitgliedsunternehmen für das erste Quartal 2024. Also Sie sind in Sorge, was die Zukunft angeht. Das sind natürlich auch die Kunden, also die Immobilienbesitzer. Denen wurde jetzt eine Übergangsfrist gewährt sozusagen. Das heißt, in dieser Zeit können Sie sich dann entscheiden oder sollen Sie sich entscheiden für eine Wärmepumpe oder für Fernwärme. Und da wird es ja dann auch wieder problematisch, weil die Kommunen aufgefordert sind, eine Wärmeplanung vorzulegen. Die Großen bis Mitte 26, die Kleinen bis Mitte 28. Also unter Umständen erfährt dann der Endkunde erst, ob seine Kommune überhaupt ein Fernwärmenetz anbietet oder nicht. Wie bewerten Sie das? Also grundsätzlich halten wir diese Debatte verengt auf Wärmenetze bei der kommunalen Wärmeplanung falsch, weil das GEG grundsätzlich eigentlich jetzt eine Lösungsvielfalt vorsieht für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Es beschränkt sich auch nicht nur auf die Wärmepumpe oder Wärmenetze, sondern es gibt auch andere Optionen. Was wir gut finden, ist, dass die Kommunen sich mal Gedanken machen, wie sehen denn die Wärmeoptionen vor Ort aus. Das ist richtig. Nur was nicht dazu führen darf, dass sich die Menschen jetzt zurücklehnen und abwarten und erstmal schauen, was macht denn die Grüne und kommt denn jetzt ein Wärmenetz? Denn die Planung heißt ja noch lange nicht, dass ein Wärmenetz dann auch wirklich kommt zu dem Zeitpunkt, sondern wir wissen alle in Deutschland, so Infrastrukturmaßnahmen, wenn Straßen aufgerissen werden müssen, Leitungen verlegt, das dauert oft mehrere Jahre, wenn nicht sogar über 10 Jahre. Und da werden die Leute dann vielleicht werden falsche Hoffnungen geweckt. Und wir kriegen den alten Heizungsanlagenbestand nicht aus den Heizungsfeldern heraus, weil die werden jetzt alle abwarten. Also das sind wir sehr, sehr kritisch, wenn man hier eben nur auf diese Wärmenetzdebatte verengt und diese als Option schon in den Raum stellt für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Denn wir brauchen nach wie vor eine hohe Modernisierungsdynamik im Markt. Der Heizungsanlagenbestand ist 17 Jahre und älter. Und deswegen ist es gut, wenn die Menschen sich auch in den nächsten Jahren mit einer Heizungsmodernisierung beschäftigen und nicht auf was hoffen, was irgendwann in den 2030er Jahren kann. Was brauchen wir denn jetzt in Sachen Förderung? Welchen Handlungsbedarf sehen Sie denn da noch von Seiten der Regierung? Das ist für uns ein ganz wichtiges Element, das Thema Förderung. Das hatte ich eingangs schon gesagt. Das ist das fehlende Element jetzt im GEG-Paket.
dass wir eben keine Klarheit haben über die Förderbedingungen. Hier wurde eben viel Milliarden in den Raum gestellt seitens der Politik, 50%, 70%. Das hat natürlich die Menschen hellhörig gemacht und abwarten lassen jetzt. Dieses Abwarten schwächt den Markt. Das sehen wir, wie gesagt, schon bei den Wärmepumpenantragszahlen. Wir brauchen jetzt hier schnell Klarheit. Wir sind nicht zufrieden mit den förderfähigen Investitionskosten, die auf 30.000 Euro halbiert wurden von dem jetzigen Stand. Wir fordern hier mindestens 45.000 förderfähige Investitionskosten. Denn was viele Menschen nicht wissen, ist, die hohen prozentualen Fördersätze beziehen sich auf diese 30.000 Euro förderfähigen Investitionskosten. Das heißt, 50% von 30.000 Euro sind 15.000 Euro Förderung, kann man relativ einfach ausrechnen. Und das ist weniger in vielen Fällen als das, was sie heute bekommen. Deswegen fordern wir eben eine Anhebung der förderfähigen Investitionskosten. Wir fordern ein Wahlrecht, sobald die neue Förderrichtlinie bekannt ist und beschlossen ist, dass die Menschen nicht abwarten müssen, sondern anfangen können und damit für sich entscheiden, mache ich meine Maßnahmen im alten Förderregime oder in dem neuen Förderregime. Das halten wir für extrem wichtig. Wir halten es für wichtig, dass man nochmal den Geschwindigkeitsbonus anpasst, dass man ihn früher beginnen lässt und nochmal anhebt auf 30% und dann die Depression eben früher einsetzen lässt ab 25%, weil sonst warten die Menschen jetzt alle bis 2028 und bevor der Geschwindigkeitsbonus ausläuft und dann fahren wir zuerst aktiv. Das halten wir auch für einen Fehler. Und wir würden darum bitten, dass man den Geschwindigkeitsbonus nicht auf Gasheizungen beschränkt, die älter sind als 20 Jahre. Das halten wir auch mit Blick auf Klimaschutzgedanken nicht gefasst. Ja, die Förderung ist bei dem neuen Gesetz natürlich für die ganze Branche ein ganz großes Thema, so auch beim Zentralverband Sanitär, Heizung und Klima. Bei uns im Interview jetzt Präsident Michael Hilpert. Ja, Herr Hilpert, Sie waren ja vor der parlamentarischen Sommerpause noch persönlich und auch mit dem Verband in Berlin, um mit unserem Wirtschaftsminister Robert Habeck nochmal zu sprechen. Und Ihr Ansinnen war ja damals sozusagen das Fachwissen der Branche mit in die Entscheidung der Regierung einfließen zu lassen in Sachen GEG. Deswegen würde ich jetzt als erstes gerne mal von Ihnen wissen, wie zufrieden sind Sie denn jetzt mit der Entscheidung, nachdem Sie sozusagen beraten haben in Sachen Möglichkeiten und auch Unmöglichkeiten in Bezug auf die Umsetzung des Gesetzes? Ja, wenn Sie mir die Frage emotional stellen, dann muss ich Ihnen sagen, sind wir natürlich nicht zufrieden. Wenn Sie mich aber als Präsident fragen und ja, doch schon ein paar Jahre jetzt auch in Berlin mit tätig zu sein, die Erfahrung, wenn ich da in den Topf schmeiße, muss man eigentlich sagen, dass wir jetzt einmal zumindest einmal die Sicherheit haben, dass wir was auf dem Papier stehen haben, was schon mal gesetzt ist. Und ich verstehe meine Kollegen, wenn die emotional reagieren und sagen, was ist denn, das kann uns alle zufriedenstellen, das muss uns aber jetzt einmal zumindest einmal als Basis zufriedenstellen. Und wir haben ja einiges erreicht, also durch diese Klinkenputzerei, ja, wo wir jeden Bundestagsabgeordneten angegangen sind, egal welche Partei, ob das jetzt FDP war oder CDU, CSU, völlig egal, dass das überhaupt jetzt so zustande gekommen ist und dass eine Technologieoffenheit überhaupt dann auch gegeben ist. Ja, wenn Sie die Biomasse anschauen, sie ist drin. Was uns nicht zufriedenstellt, natürlich ist die Förderkulisse dafür, ist gar keine Frage. Und in der Verbindung mit Solarthermie etc. Aber es ist schon mal der erste Schritt. Also das ist damit nicht getan, jetzt ja bloß, weil das jetzt einmal am Freitag durch den Bundestag durchgerauscht ist. Über die Debatte kann man geteilter Meinung sein, wie sich die Politik da benimmt. Also wenn meine Kinder das so gemacht hätten, hätte ich denen nochmal die gelbe Karte gezeigt. Ne? Aber gut, ist einfach so. Und ich glaube, ich habe die Hoffnung und ich habe auch die Zuversicht und auch, wir haben auch die Energie im ZVSAK und meine Landesinnungsverbänden, dass wir weiter daran arbeiten, dass wir das Bestmöglichste für unsere Kunden natürlich und aber auch für die Betriebe an sich selber noch rausholen. Sie kennen uns, den ZVSAK oder unser Team und an mich und meinen Vorstand. Und da können Sie davon ausgehen und an unsere Mitglieder, dass wir nichts unversucht lassen, dass wir das halbwegs so hinkriegen, dass wir mit Ihnen ein bisschen grinsen aus der Sache rausgehen. Mhm. Aber was machen wir jetzt damit, Herr Hilpert? Nochmal ganz konkret. Wir haben jetzt das Gesetz. Sie stören sich auch an der Förderung, haben Sie ja gerade gesagt. Was ganz konkret, nochmal kurz zusammengefasst, fordern Sie denn jetzt in Sachen Förderung? Ja, wenn Sie die erstens einmal ist die Bürokratie, die hier schon mal wieder vergraben ist, ist schon mal typisch deutsch. Ich sage es jetzt einfach mal so. Ja, also da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten.
Was natürlich dann auch noch mit der Rolle spielt, ist, dass diese ganzen anderen Einzelmaßnahmen zum Beispiel, ja, wo sie dann nicht mit dazu zählen, auch bei den 65%, ja, wenn ich jetzt neue Pumpen einbaue, das ist alles rausgefallen, das gibt es alles nicht. Nur noch Fernwärme oder Wärmepumpe und der Rest ist dahin. Und dann die Einkommensgrenzen, wenn Sie anschauen, ja, das ist, bestraft man eigentlich diejenigen, die von dem, vom wirtschaftlichen Background her sich einen ökologischen Fußabdruck auch abholen können, ja, bestraft man eigentlich damit, dass sie nichts machen. Natürlich auch die Prozentzahlen, ja, die Fördergelder, was bezahlt werden, die sind zu niedrig, das ist eine total gekappt. So nach dem Motto, jetzt schreibe ich ein Gesetz, dann kann ich die Anreize ja streichen nach Belieben, ja. Und die Fördersätze, mit denen hier hantiert wird, das sind natürlich nicht in unserem Interesse. Das ist, da kann ich keinen in den Ofen vorlocken damit. Also da gibt es noch viel zu tun und auch, ja, und auch viele Diskussionen zu führen, bis wir das da hinkriegen. Und das finde ich schade, es war eine unserer wesentlichen Forderungen, dass wenn das GEG verabschiedet wird, dass da dann auch die Förderkulisse und das BEG steht. Was macht die Politik? Leider Gottes hat sie unseren Rat nicht befolgt, ja, und hat erst einmal das Gesetz jetzt verabschiedet und durchgeboxt, ja, wie auch immer, mit welchen Mitteln, und dann ist sie hergegangen und jetzt kümmert sie sich ums BEG. Und das ist natürlich, ja, wie soll ich sagen, mehr wie schade. Also ich fasse mal zusammen, Herr Hilpert, ein bisschen Enttäuschung ist da und wir brauchen weiterhin einen langen Atem. Letzte Frage vielleicht, wenn wir mal den Blick in die Zukunft wagen. 2045, wie ist Ihre Prognose, ja oder nein? Gibt es da hier bei uns in Deutschland noch fossile Brennstoffheizungen, so wie die Regierung das ja nicht möchte? Also wenn Sie mich als Unternehmer fragen, bin ich davon überzeugt, dass es noch eine gibt. Weil, wissen Sie, ich kann alles aufschreiben, alles mit guten Wünschen und Vorstellungen hinterlegen, aber die Leute da draußen, unsere Kunden, haben ein anderes Ansinnen. Ja, die schauen erst einmal auf ihren Geldbeutel, die schauen auf ihr Gebäude. Wir dürfen ja nicht die Mieträume nicht vergessen. Ja, also wir haben ja nicht bloß Einfamilien- und Zweifamilienhäuser, die wir bedienen, sondern wir haben ja auch Mehrfamilienhäuser, und wo nicht selbst genutzt werden, sondern vermietet sind. Und diese technischen Gegebenheiten, die hier nur zu lösen sind, dass man hier vom Gas oder vom fossilen Brennstoff wegkommt, die sind noch in weiter Ferne. Das ist noch ein technisches Thema und auch natürlich dann eine Sache der Finanzierung. Die verpflichtende Wärmeplanung der Kommunen, wir haben es schon angerissen, ist mitentscheidend für die Umsetzung und auch den Erfolg des GEG. Auch da gibt es offene Fragen. Einer, der vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann, ist Wolfgang Becker vom Fachverband SHK Baden-Württemberg. Denn dort hat man schon Erfahrungen mit der Wärmeplanung. Hier gibt es bereits seit 2021 Kommunen, die dazu verpflichtet sind. Ja, Herr Becker, Sie haben mir gesagt, ich sage das jetzt mal mit meinen eigenen Worten, Sie sind jetzt nicht so begeistert von dem neuen Gesetz, von dem GEG, aber Sie sind froh, dass wir eine Entscheidung haben. Wie ist das zu verstehen? Also wir haben tatsächlich sehr lange überlegt, ob wir das Gesetz begrüßen können. Weil so ein gutes Gesetz, wie es teilweise in der Debatte vollmundig beschrieben wurde, ist es tatsächlich nicht. Unser Hauptkritikpunkt ist, es ist viel zu komplex für unsere Handwerker. Wir werden eine ganze Weile brauchen, um das Gesetz den Handwerkern zu kommunizieren und den Kunden. Zum Schluss ist aber so, lieber ein schlechtes Gesetz als überhaupt gar keins. Denn die letzten Monate waren eine Zeit der Verunsicherung. Kunden haben gewartet, was sie denn einbauen sollen. Das Vertrauen war komplett weg und da sind wir froh, dass das jetzt erstmal beendet ist. Jetzt geht es aber trotzdem darum, möglichst schnell das Wärmeplanungsgesetz zu verabschieden, die Förderung zu verabschieden, sodass die Kunden auch wissen, auf was sie sich einlassen, wenn es denn zukünftig für eine neue Heizung geht. Das ist mein Stichwort, worauf lassen sich die Kunden ein? Da kommt ja auch die Wärmeplanung ins Spiel. Da gibt es ja auch noch so viele Ungewissheiten eigentlich. Also schaffen die Kommunen die Planung überhaupt? Werden die Kunden auf diese Wärmeplanung warten? Verschieben sich dadurch die Klimaziele der Regierung automatisch zeitlich wieder? Das sind ja Fragen, die da alle aufkommen. Jetzt ist es so, Baden-Württemberg hat seit 2021 bereits eine verpflichtende Wärmeplanung. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Wie läuft das bei Ihnen? Also als Handwerk können wir da gar nicht so viel berichten, weil wir als Handwerk da gar nicht groß angebunden worden sind. Das
sollten wir zukünftig auch ändern, weil natürlich die Wärmeplanung mit dem Gebäudeenergiegesetz verknüpft wurde, dadurch das Handwerk auch besonders betroffen ist. Wir haben in Baden-Württemberg die 104 größten Kommunen, die mussten eine Wärmeplanung machen, müssen es vorlegen bis zum Ende dieses Jahres. Wir haben insgesamt rund 1100 Kommunen. Von den kleineren haben einige das freiwillig gemacht, weil es eine attraktive Förderung gibt. Aber die wenigsten sind damit schon fertig, sondern die meisten arbeiten noch dran. Ich erwarte, befürchte vielleicht auch, dass kurz vor Weihnachten im Dezember viele das erstmal vorlegen. Und dann ist eben die Frage, ist das überhaupt gemacht für das GEG und die Ansprüche des Wärmeplanungsgesetzes oder müssen die auch nochmal nachbessern? Also in Baden-Württemberg läuft diese Wärmeplanung zumindest. Welche Herausforderungen sehen Sie denn darüber hinaus für Baden-Württemberg jetzt nach dem beschlossenen Gesetz auf Sie zukommen? Also die erste Herausforderung ist die Frage, wie nutzen die Länder die Öffnungsklausel, die im GEG jetzt gegeben ist. Öffnungsklausel heißt, dass die Länder das auch strenger auslegen können, die Fristen früher legen können, zum Beispiel nicht zum 30.06.2028 auf den 30.06.2028 oder 26 warten, sondern möglicherweise das schon früher machen. Ich glaube, die größte Angst, die ich habe, ist, dass jetzt nochmal zusätzliche Regeln, zusätzliche Fristen reinkommen, es noch komplexer wird, das den Bürgern und unseren Betrieben zu erklären. Da ist niemand einen Gefallen getan. Was kommt dann noch auf uns zu? In den Diskussionen merke ich, dass die Kommunen im Moment Angst haben, dass wir zum Beispiel zu viele Wärmepumpen einbauen, weil sie dann sagen, okay, dann lohnen sich unsere Wärmenetze nicht mehr. Wir sollten aber Wärmenetze und andere individuelle Heizungssysteme und Wärmepumpe nicht gegeneinander ausspielen. Wir müssen überlegen, wo ist das eine oder das andere sinnvoll. Und auf alle Fälle müssen wir jetzt trotzdem richtig Gas geben, möglichst viel Wärmepumpen auch einzubauen. Von Seiten der Kommunen gibt es dann noch Diskussionen. Da geht es um Anschluss- und Benutzerzwänge, also den Zwang des Anschlusses. Da geht es um die Frage, ob dezentrale Wärmeversorgung als Daseinsvorsorge definiert werden soll. Und da müssen wir politisch, und zwar nicht nur in Baden-Württemberg, sondern ich denke im ganzen Land aufpassen, dass uns da nicht irgendwie sozusagen das Gegenteil passiert, was wir brauchen. Insgesamt, glaube ich, brauchen wir eine Marktberuhigung. Wir brauchen jetzt Regeln, die da sind, die wir kommunizieren und auf die wir uns verlassen können. Und mit den Regeln wird das Handwerk auch umgehen können. Ja, so viel für heute von uns. Wir sehen uns wie gewohnt morgen wieder zu Ihrem SHK-TV-Markt und am Donnerstag in unseren Nachrichten. Da geht es dann unter anderem auch wieder um das neue Heizungsgesetz. Welche Erwartungen hat die Industrie an das GEG? SHK-TV im Gespräch, unter anderem mit Fissmann. Gerne reinschauen. Bis dahin.